In dieser Aufgabe 26, um das nochmal kurz zusammenzufassen, gibt es zwei Widerstände, R1 und R2. Und aus denen soll man jetzt für eine Heizung, für eine Herdplatte, für was auch immer, einen Wasserkocher, keine Ahnung, irgendwas, was aus Strom Wärme macht, eine Heizung bauen, die 4 Stufen hat. Und diese Stufen sollen dann gleiche Verhältnisse zwischen von Stufe zu Stufe haben. Und dafür ist das Verhältnis von den beiden Widerständen gesucht. Das ist so ein bisschen die Aufgabe. So, und wie, jetzt hast du schon eine kurze Idee geäußert. Genau, wenn wir mal versuchen, diese 4 Stufen aufzuschreiben und ich nenne die mal, also man könnte die jetzt mit Zahlen durchnummerieren, wäre aber ungünstig, weil die Widerstände schon 1, 2 und so heißen, nenne ich die Stufen mal A, B, C und D. So, und jetzt kann man sich überlegen, hast du ja schon gesagt, was kann man jetzt mit diesen mit den zwei Widerständen machen, um auf 4 Stufen zu kommen? Also erstmal die beiden einzeln. Genau, jeweils einzeln. Einmal parallel und einmal in Reihe. So, wenn wir die jetzt mal gleich versuchen, irgendwie zu ordnen, vielleicht mit der Stufe mit dem geringsten Widerstand anfangen, das wäre dann typischerweise aber die meiste Leistung umsetzt. Ne, wenn ich die an einer Spannungsquelle betreibe, fließt bei dem kleinsten Widerstand der größte Strom. Der größte Strom bei der gleichen Spannung macht dann die größte Leistung. Aber wenn wir mal trotzdem sozusagen mit dem kleinsten Widerstand anfangen, wäre das von den 4 Varianten welche? Nee. Da hinten gibt es noch eine Idee. Die Parallelschaltung. Ja, also die Parallelschaltung hat den kleinsten Widerstand. Also wenn ich mal aufschreibe RA, dann sollte das sein R1 parallel R2. So. Die nächste Stufe wäre R1 oder R2. Ja, und jetzt müssten wir mal irgendwie festlegen, wie man so schön sagt, beliebig aber fest, also ohne Einschränkung der Allgemeinheit, sagen wir mal, dass R1 kleiner sein soll als R2. Ja, und das wird dann am Ende heißen, dass natürlich das Verhältnis, was wir hier ausrechnen, kleiner sein sollte als 1, damit das so passt. Also wäre die zweite Stufe RB, wäre der Widerstand R1. Die nächste Stufe RC wäre der Widerstand R2 und die letzte Stufe, dann wie schon besprochen, wäre eben die Reihenschaltung von den beiden Widerständen und das sollte auch dann die größte Stufe sein, logischerweise. So, also jetzt haben wir schon mal 4 Stufen aufgeschrieben, die 4 Stufen, die man aus diesen zwei Widerständen zusammenbauen kann. So, was machen wir jetzt weiter? Ja, also jetzt können wir ja mal diesen Satz aufschreiben. Ja, also wir haben 4 Stufen mit gleichen Verhältnissen zwischen den Stufen, das einfach in eine Formel umschreiben. So, und jetzt kann man ja daraus machen, also aus diesen gleichen Verhältnissen, ja, dass eben RA durch RB, das wäre das Verhältnis zwischen diesen beiden Stufen, genauso groß sein sollte wie RB zu RC. Und das sollte wiederum genauso groß sein wie das Verhältnis zwischen RC und RD. Das wäre, ich habe gleiche Verhältnisse von Stufe zu Stufe. Das ist jetzt einfach dieser Satz aufgeschrieben als Formel. So, und was machen wir als nächstes? Einfach einsetzen. So, dann kann man sich noch hier bei der Parallelschaltung vielleicht überlegen, wie könnte ich die Parallelschaltung noch schreiben oder wie rechne ich die Parallelschaltung am Ende aus? Genau, also ich könnte das aufschreiben als 1 durch 1 durch R1 plus 1 durch R2. Und wie könnte ich es noch vielleicht ohne Doppelbruch aufschreiben? Genau. Also ich könnte jetzt diesen Bruch einfach nehmen, hier unten mit R1 und R2 erweitern, hier oben mit R1 und R2 erweitern.
dann steht hier oben R1 mal R2 und unten, ne, wenn ich das mit R1 und R2 erweitere, kürze ich R1 weg, bleibt ein R2 über. Wenn ich das mit R1 und R2 erweitere, kürze ich das R2 weg, bleibt ein R1 über. Drehe ich mal die Reihenfolge um, dann steht da eben, bleibt unten R1 plus R2 über. Also Parallelschaltung kann man auch ausrechnen als Produkt der Widerstände durch die Summe der Widerstände, zumindest wenn das zwei Widerstände sind. Ja, bei drei Widerständen und mehr geht das nicht mehr, die Formel. Passt ja auch dann nicht von den Einheiten her. Wenn ich oben drei Widerstände miteinander multipliziere und hier unten nur drei Widerstände addiere, habe ich oben Quadrat am Ende raus. Aber, naja, also man kann jetzt so ein bisschen darüber nachdenken. Ja, wenn wir jetzt gerade mal irgendwie so bei der Sache sind. Also ich könnte ja hier jetzt einfach noch plus 1 durch R3 rechnen. Ja. So, und wenn ich dann mit R1, R2 und R3 erweitere, dann würde hier oben stehen R1 mal R2 mal R3. Und hier unten würde immer stehen R1 mal R2 plus R2 mal R3 plus R1 mal R3 oder sowas. Ja, also da kommt dann, das funktioniert schon noch so irgendwie in der Art, aber ein bisschen anders als ich mache einfach hier noch mal R3 und plus R3, sondern hier oben kommt mal R3 und hier unten kommt, wie gesagt, R1 mal R2, R2 mal R3 plus R1 mal R3. So, auf jeden Fall ist das jetzt, denke ich, ganz nett, um das hier für RA einzusetzen, ja, an der Stelle. So, und die anderen Formeln, die sind ja einfach. Also schreiben wir das jetzt hier einfach ab. Dann für RA eingesetzt steht da R1 mal R2 durch R1 plus R2. Und das Ganze jetzt geteilt durch RB. Und RB ist mal R1, dann kürze ich das R1 hier schon mal weg an der Stelle. So, dann steht da RB durch RC, das ist R1 durch R2. Und dann steht hier hinten RC durch RD, das ist R2 durch R1 plus R2. So, jetzt haben wir einfach nur die Parallelschaltung ein bisschen anders aufgeschrieben und haben diese vier Widerstandsstufen in diese schöne Verhältnisgleichung eingesetzt, die uns gleiche Verhältnisse machen soll. So, ja, und was machen wir jetzt als nächsten Schritt oder was fällt uns jetzt auf? Da steht zweimal das Gleiche da. Also hier vorne kommt glücklicherweise oder zufälligerweise, auch ein bisschen glücklicherweise, eben genau das Gleiche raus wie hier hinten. Also da kommt schon mal kein Widerspruch oder sowas raus, dass das gar nicht geht, sondern, naja, irgendwie, also zumindest können wir das hier hinten wegstreichen und Skat drücken oder das bringt uns keine neue Information, das steht eigentlich schon davon. So, also haben wir sowas, dass da steht R2 durch R1 plus R2 ist R1 durch R2. Und was wir ja suchen, ist dieses Verhältnis R1 durch R2. Wie machen wir damit jetzt weiter? Eigentlich steht das Ergebnis schon fast da. Wahrscheinlich müssen wir das noch mal R1 plus R2. Ja, also du willst, ja, also dann würde sich hier das R2 wegkürzen, dann hätten wir hier R1 Quadrat. Und hier drüben hätten wir irgendwie R2 Quadrat mal R1. Ich weiß nicht, ob uns das so viel bringt. So, andere Ideen? Also wir suchen ja nicht wirklich, ne? Also was ist denn jetzt das Problem? Das Problem ist, wir haben eine Gleichung und in der Gleichung sind zwei Unbekannte drin, nämlich R1 und R2. Ja, und das jetzt, also können wir machen, was wir wollen. Wir werden es jetzt nicht schaffen, eine Gleichung in Richtung von zwei Unbekannten aufzulösen. Und wir suchen ja auch gar nicht wirklich beide Widerstände, sondern was suchen wir? Das Verhältnis zwischen den beiden Widerständen. Also geben wir nochmal diesem Verhältnis hier einen neuen Namen. Ja, nennen wir das mal R1 durch R2. Das nennen wir jetzt einfach mal K oder so. Ja. So, und jetzt versuchen wir das mal hier einzusetzen. Also hier hinten steht ja dann schon K. Ja. Naja, und hier vorne ist auch ein bisschen schwierig, weil, tja, also jetzt
ist so ein bisschen wieder die Sache, wie ich immer sage, ne? Wir sind Menschen, sind große Mustererkenner und im Prinzip mathematische Aufgaben zu lösen, ingenieurwissenschaftliche Aufgaben zu lösen, heißt auch manchmal irgendwie so ein Muster zu erkennen. Erkennt jemand ein Muster, wie wir jetzt das hier irgendwie so noch umformen können, dass wir dann dieses K drin unterbringen? Das ist jetzt ja so ein bisschen die Schwierigkeit. Genau, es hilft ab und zu auch mal den Kopf zu neigen, um ein Muster zu erkennen. Ja, also es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber ich würde den ganzen Spaß einfach umdrehen. Also ich würde einfach das Reziproke auf beiden Seiten bilden, ja? Dann schreibe ich das nochmal neu auf. Also dann steht hier nämlich R1 plus R2 geteilt durch R2 und auf der anderen Seite steht R2 durch R1. Das ist aber nicht so schlimm. Also R2 durch R1 könnte ich ja auch einfach schreiben als 1 durch K. So, und was kann ich auf der Seite machen? Genau, das kann ich jetzt auflösen und könnte schreiben, ne, also hier diese Summe kann ich auch durch R2 dividieren, indem ich jeden Summanden einzeln durch R2 dividiere. Also daraus kann ich machen R1 durch R2 plus R2 durch R2 und R2 durch R2 ist 1. So. Und dann sieht das doch relativ hübsch aus, was jetzt hier rausgekommen ist, weil das hier kann ich zusammenfassen, das ist K. Und das, was hier steht, ist 1 durch K, wie gerade hier drüben festgehalten. So, und jetzt schreibe ich mal hier oben weiter, da muss ich mich nämlich so bücken. Dann schreibe ich mal das neu auf. Dann steht da K plus 1 ist 1 durch K. Und, sieh da, jetzt haben wir was Gutes geschafft. Ja, jetzt haben wir eine Gleichung mit einer Unbekannten, nämlich diesem K. Und das K steht für das gesuchte Verhältnis zwischen den beiden Widerständen. Eigentlich irgendwie sehr nette Sache, was jetzt passiert ist. So, wie löse ich jetzt diese Gleichung nach K auf? Ja. Genau, also mal K, also wenn die gesuchte Größe im Nenner steht von einem Bruch, ist es immer eine gute Idee, die aus dem Nenner rauszuholen. Also wir rechnen mal K. So, und dann steht da K² plus K ist gleich 1. Wie machen wir dann weiter? Jetzt rechnen wir minus 1 und dann nehmen wir PQ-Formel. Also ich mache mal aus dem ist gleich hier, ich mache mal so ein bisschen Schmu, ich mache daraus ein Minus und schreibe dahinter ist gleich 0. Ja, dann haben wir nämlich die normale quadratische Gleichung und suchen der Nullstelle und dann sagt uns, dass wir jetzt die, oder ja, dann ist so, wir nehmen jetzt PQ-Formel, können zwei Lösungen ausrechnen, das ist minus p halbe plus minus die Wurzel von p Quadrat Viertel minus q und dann ist die 1, die hier vorsteht, ja, das ist das p und die minus 1, die hinten steht, das ist das q. So, also wenn p eine 1 ist, dann ist minus p halbe ist minus 1 halb und 1 halb zum Quadrat mit dem Minus davor oder auch nicht macht 1 Viertel und dann habe ich noch minus q, q ist minus 1, minus 1 wird plus, also bleibt eine plus 1 noch in der Wurzel zu stehen. Ja, so dass wir jetzt das k ausrechnen können als Wurzel von, die 1 könnte ich auch schreiben als 4 Viertel, dann habe ich die Wurzel von 5 Viertel, die kann man dummerweise nicht im Kopf ausrechnen, und das einmal minus 1 halb und dann hätten wir noch minus 1 halb minus diese Wurzel. Warum steht da nicht minus? Ja, PQ
ist ja definiert als minus p halber. Und genau. P ist das, was vor dem linearen Teil steht. Q ist das absolute Glied. Ja? Und ich habe jetzt hier eben mal vor der 1 virtuell, vor dem K virtuell diese 1 ergänzt als neutrales Element der Multiplikation. Genau, also Wurzel 5 ist irgendwie sowas wie 2, irgendwas. Und die Wurzel von 4 ist 2. Naja, und die Wurzel von 5 Viertel ist, keine Ahnung, 1,25, keine Ahnung, irgendwie sowas in den Dreh. Genau, Wurzel von, also man könnte das jetzt rein mathematisch natürlich als Wurzel 5 aufschreiben, Wurzel 5 Viertel und so. Wir sind ja aber irgendwie Ingenieure und da rechnen wir es einfach aus mit dem Taschenrechner. So, und da sollte also eine positive Lösung für K rauskommen, ja, nämlich wenn ich hier plus rechne, also diese 1,15 oder was auch immer, minus 0,5. Ne, 2,23 kann nicht stimmen. Das ist die Wurzel 5, ja. Aber jetzt ist 0,62, aber ich glaube, es sind richtig 0,618 oder sowas. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen exakter hinschreiben. So, und die zweite Lösung, die ist dann minus diese Wurzel und minus 0,5. Genau, das ist minus 1,618. So, naja, und wie das so häufig so ist bei quadratischen Gleichungen, da sind jetzt zwei Lösungen rausgekommen. Wie bewerten wir jetzt diese zwei Lösungen? Negativ kann eigentlich nicht sein, weil das würde bedeuten, dass es einen negativen Widerstand gibt. Genau, also wenn das Verhältnis von diesen beiden Widerständen hier, wenn das negativ ist, dann würde das ja heißen, einer von den beiden Widerständen ist negativ und das ist nicht so wahnsinnig physikalisch. Ja? Also unser gesunder elektrotechnischer, ingenieurwissenschaftlicher Menschenverstand sagt uns, diese Lösung hier, die ist, die können wir wegstreichen, die ist nicht sinnvoll. So dass eben diese Lösung hier überbleibt. Ja, das K ist 0,618. So, und ja, damit ist jetzt diese Aufgabe im Prinzip gelöst. Ja, wir haben dieses Verhältnis zwischen den beiden Widerständen ausgerechnet, wenn man 4 Stufen hinbekommt mit jeweils gleichen Verhältnissen. Was habt ihr dazu noch für Fragen? Jetzt keine mehr. Da ist noch eine. Wie kommt man auf so eine Ansätze? Wie kommt man auf so eine Ansätze? Also ich meine, das ist Elektrotechnik, sich das zu überlegen, ja, dass ich mit den zwei Widerständen diese 4 Stufen hinbekomme und dass ich die irgendwie so ordnen muss. Parallelschaltung ist das kleinste, Reihenschaltung ist das größte und die anderen beiden sind irgendwie in der Mitte und je nachdem, wie ich jetzt diese Reihenfolge drehe, kommt da das und das raus. So, und ich meine dann gleiche Verhältnisse aufschreiben, okay, ich schreibe das so auf und tja, spätestens hier, wie ich immer so schön sage, ist irgendwie die Elektrotechnik vorbei. Ja, ab dann ist eben Mathematik. Und dann ist so ein bisschen so dieser mathematische Blick zu sagen, naja, ich habe eine Gleichung mit zwei Unbekannten, aber nur eine Gleichung. Ja, kann ich irgendwie nicht lösen. Also muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich aus den zwei Unbekannten eine Unbekannte mache, indem ich mir für dieses Verhältnis, also es sagt ja die Aufgabe vielleicht auch schon relativ offensiv, ja, ich suche das, oder hier haben wir ja hingeschrieben, ne, ich suche das Verhältnis zwischen den beiden Widerständen, ja, dann denke ich mir für dieses Verhältnis eben eine neue Variable aus. Und die habe ich jetzt mal K genannt, die könnte ich auch X nennen. Naja gut, und ich meine dann, wie ich sage, dann ist, also eine Sache, dass ich hier das nochmal irgendwie einmal umdrehen muss, ja, weil wenn ich das hier so lasse, kriege ich das irgendwie nicht nach dem K aufgelöst. Und jetzt ist das natürlich Zufall, dass ich angefangen habe zu sagen RAB oder RA durch RB. Ich hätte ja auch
Das, ich hätte ja hier oben schon andersrum anfangen können. Ich hätte ja sagen können, RD durch RC ist das gleiche wie RC durch RB, ist das gleiche wie RB durch RA. Ich hätte das hier oben auch schon umdrehen können, dann hätte ich das hier unten nicht umdrehen müssen. Ja, und deshalb ist manchmal so eine Sache, na gut, wenn ich dann nicht zum Ergebnis komme, vielleicht fange ich nochmal ganz neu an, aber ein bisschen anders. Also wenn ich nicht zum Ergebnis komme, ich fange nochmal an, aber auf dem gleichen Weg, na, dann komme ich wahrscheinlich wieder nicht zum Ergebnis. Es ist so ein bisschen so, ich komme gleich zu deiner Frage, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, man ist jetzt wandern, ja, und man will irgendwie auf den Berg, ja, und dann, da ist aber nicht ausgeschildert der Weg, und dann wandert man so los, irgendwie immer nach oben, nach oben, nach oben, und dann stellt man fest, oh, jetzt kommt aber hier ein super steiler Fels, da komme ich nicht weiter, ja, und dann kann man natürlich versuchen, irgendwie diesen super steilen Fels hochzukraxeln, man kann aber, und in vielen Fällen lohnt das nochmal, bis zur letzten Weggabelung zurückzugehen und einfach einen anderen Weg einzuschlagen und zu hoffen, ne, vielleicht muss man nochmal ein ganz kleines Stückchen runter, aber danach geht es dann einfacher hoch zum Gipfel. Und so ist das hier auch bei der Aufgabe. Ne? Ich muss mal irgendwie, also wenn ich hier nicht weiterkomme, gehe ich nochmal ein Stück zurück und schreibe das Verhältnis einfach mal andersrum auf oder ich drehe das hier unten um. Und da muss man ein bisschen Intuition für haben. Hier, dieses hier? Ja. Also wir haben, hier oben stand mal R2 durch R1 plus R2. Ja, und das habe ich jetzt einfach, die Formel haben wir einfach umgedreht. Ja, also hier Zähler und Nenner getauscht, hier Zähler und Nenner getauscht. Und ich meine, dann kann ich ja sagen, ich habe eine Summe, die ich durch das teile. Jetzt kann ich auch jeden Summanden einzeln teilen. Ich kann R1 durch R2 teilen. Und hier stand im Prinzip mal, hier stand mal R2 durch R2. Und dann haben wir das gekürzt und dann kam dann die 1 raus. Okay. Und darüber, ja, auf der rechten Seite steht R2 durch R1 plus R2. Das haben wir weggekürzt. Das haben wir weggekürzt, weil das hier ja schon mal steht. Ja, aber warum muss man das dann? Warum lese ich dann auch weg? Also, wenn wir es links wegkürzen, haben wir keine Gleichung. Haben wir keine Gleichung mehr über. Aber ich meine, hier steht ja irgendwie, das soll genau so groß sein wie das. Soll wieder genauso groß sein wie das, was ich schon am Anfang hatte. Ja? Also das, dann kann ich das zweite gleich einfach weglassen. Ja? So die Idee. So, und jetzt könnte man sich... Ist das jetzt ganz kurz, ist das Zufall, dass die einfach die vereinfachte Form weggestrichen haben? Weil das ist ja eigentlich so, dass der Prinzip dann da unten auch steht. Ja, aber ich meine, das ist ja genau das Gleiche, was hier steht. Ja. Aber ich meine, nee, aber das ist ja trotzdem noch nicht das Reziproke, was hier steht. Nee, richtig. Aber wir könnten ja auch einfach einen Dings machen, einen Strich und eine Reziproke dazwischen schreiben und dann wäre es ja wieder mathematisch. Ja, aber ich meine, wir sind jetzt, also von hier nach hier haben wir sozusagen irgendwie das Reziproke genommen, ja. Das habe ich jetzt hier nicht mit hingeschrieben, aber. Also das haben wir weggestrichen, weil das gleiche ist wie da drüben. Ja, weil. Nö, das jetzt so nicht, nö. Ja, aber weil das Gleiche ist, haben wir das... Das ist das Gleiche, nicht das Einfache. Ja, aber es ist die vereinfachte Form. Ich kann hier hinten es auch wieder mit der 1 erweitern, dann steht das genau das Gleiche wie vorne. Also das ist wirklich äquivalent zu denen. So, was man sich jetzt noch überlegen könnte bei dieser Aufgabe, ja, ist, wir können ja mal... ein paar Zahlenwerte annehmen. Und zwar könnten wir ja mal sagen, dass der Widerstand R1 hier zum Beispiel 1 Ohm groß ist. Ja? Könnte ja irgendwie sinnvoll sein, wenn wir, oder wir sagen mal, der ist 1 Ohm groß. So, wenn man jetzt R2 ausrechnen will, ja, würde ich ja R2 ausrechnen mit schreibe ich mal hier auch in der Farbe hin, R2 wäre dann, ich hole das R1 hier hoch, steht da R1 durch K. So, wenn wir jetzt gesagt haben, R1 ist 1 Ohm groß, kann man jemand rasch R2 ausrechnen, indem wir 1 durch diese 0,6. Da kommt das hier raus, was wir schon als Zahlenwert hatten, bloß eben positiv. So, also hier kommt raus 1,618 Ohm. So, dann ist es natürlich relativ einfach und straightforward, mal diese beiden zu addieren, um die Reihenschaltung auszurechnen. Dann kommt dann nämlich raus 2,618
Ohm natürlich. So, und jetzt kann man noch irgendjemand das hier im Taschenrechner durchtippern, mit der Formel und mit der Formel. Was kommt für die Parallelschaltung raus? Da kommen 0,618 Ohm raus. So, also ein bisschen Zahlenmagie an der Stelle. Ja, also da kommt immer irgendwas raus mit 0,618. Also außer hier, aber ne, ich habe 0,618 Ohm, 1 Ohm, 1,618 Ohm, 2,618 Ohm. Und wenn ich in diese Richtung rechne, ja, dann rechne ich eben immer mal 1,618. Und wenn ich in die andere Richtung rechne, nehme ich mal nochmal eine andere Farbe. Wenn ich in die Richtung rechne, hier, dann teile ich immer durch 1,618. Ja, oder ich rechne von hier nach hier, rechne ich eben mal K. Naja, nee, natürlich ist das hier immer, also oder hier könnte ich eben sagen, ich teile durch K. Ja, von hier nach hier teile ich durch K. Jetzt müsste ich mal wieder die andere Farbe nehmen. Ja, also hier ist das, wie ich rechne, vielleicht schreibe ich das besser so hin, ja, ich rechne durch K, ich rechne durch K, ich rechne durch K und in die andere Richtung nach oben rechne ich eben mal K. So, und kann man jetzt nochmal ausprobieren im Nachgang? Also wenn ich das durch das teile, kommt K raus. Wenn ich das durch das teile, kommt K raus. Wenn ich das durch das teile, kommt K raus. So haben wir das ja ausgerechnet. Sollte auch so passen. Oder wenn ich ne, immer das Größere durch das Kleinere rechne, dann kommen eben 1 durch K oder diese 1,618 raus. So, also das passt. So, und jetzt kann man die letzte Frage sich überlegen und klären, woher kennt man eventuell diese Zahl 1,618? Das ist der sogenannte goldene Schnitt, ganz genau. Ja. Der im Prinzip natürlich mathematisch auch so definiert ist oder wo irgendwie dieses Wurzel 5 da so mit drin steckt in diesem Ding. Und dieser goldene Schnitt, naja, erfüllt eben genau diese Gleichung, erfüllt auch genau dieses Problem hier. Und ist, ja zumindest, ich bin jetzt irgendwie kein Kulturhistoriker, aber ja, in Bildern, bei Gebäuden, in der Architektur, wenn man da irgendwo dieses Verhältnis hat, dann ist so gesagt, dann sieht das besonders schick und ästhetisch und ansprechend für das menschliche Auge aus. So, und jetzt gibt es noch so einen kleinen, interessanten Trivial Person, nice to know Fact in der Geschichte. Wer hat den goldenen Schnitt, also der goldene Schnitt ist im Prinzip seit der Antike bekannt, ja. Aber wer hat diesen Begriff geprägt, goldener Schnitt? Es war ein Mathematiker, der hieß Martin Ohm. Und das ist der Bruder, der ältere Bruder von Georg Simon Ohm, nach dem die Einheit benannt ist. Ja, und der das Ohmsche Gesetz herausgefunden hat. Also Georg Simon Ohm hat das Ohmsche Gesetz herausgefunden, nachdem es die Einheit Ohm benannt. Sein Bruder Martin Ohm hat sozusagen zu diesem goldenen Schnitt geforscht und hat den goldenen Schnitt unter dem Namen goldener Schnitt populär gemacht. Netter, interessanter Zufall der Geschichte, der sich hier in dieser Aufgabe vereint. Und dann gab es bei euch noch eine Frage, oder hat die sich schon geklärt? Ich habe eigentlich nur gesagt, es ist doch einfacher, der R2 auf 1 zu setzen, weil dann haben wir K durch 1 Ohm und dann können wir ja immer faktorisieren. Ja, könntest du auch machen, aber wenn du das hier auf 1 setzt, dann ist das natürlich 0,618 in der Aufgabe, dann ist das 1,618 und dann kommt hier aber irgendein anderer nicht so schöner Zahlenwert raus. Dann kommt hier eben irgendwas mit 0,618. Nee. Also ich meine, du hast ja trotzdem das gleiche Verhältnis. Also wenn du das auf 1 setzt, dann kommt hier eben hier unten 1,618 raus, hier kommen die 0,618 raus und an der Stelle muss dann 0,3, 0,4, 0,38 irgendwas oder so, keine Ahnung. Also eben, nimm den Wert, rechne nochmal mal K, 0,6 mal 0,6 sind
wenig. Also sind, da kommt auf, da kommt, das sieht auf jeden Fall nicht so schick aus.